Hey Leute, und hier hätte ich euch jetzt die Pandero mitgebracht. Die Pandero ist eine neue Sekundärwaffe, hat zwei verschiedene Feuermodis und ich kann direkt schon mal sagen, diese Waffe kann man auf unglaublich viele verschiedene Arten und Weisen modden und spielen. Ich habe für euch zwei Arten vorbereitet und bevor wir auf die Builds eingehen, gehen wir erstmal auf die Waffe an sich ein. Also diese Waffe hat zwei verschiedene Feuermodis und die zeige ich euch ganz einfach mal. Der normale Feuermodi, Moment, ist dieser hier. Naja, wir drücken auf Schießen und schießen einfach nur einen Schuss. Das Ganze hat eine akzeptable Feuerrate, also ist schon mal nicht verkehrt. Und jetzt kommt der sekundäre Feuermodus. Ja, schon wieder verklickt. Beim sekundären Feuermodus wird einfach mein komplettes Magazin ganz schnell hintereinander rausgeschossen. Falsche Taste, schon wieder. Mein Fehler. Und wir werden da auch direkt aus dem Zoom rausgekickt. Und können auch in der Zeit nicht zoomen. Wie wir direkt schon mal sehen, wir haben dabei einen ordentlichen Rückstoß. Das Ganze können wir versuchen mit der Maus einigermaßen auszugleichen, ist aber dann immer noch sehr, sehr ungenau. Und naja, ihr werdet es nachher bei dem Bild sehen, was ich aus den ganzen Sachen gemacht habe. Die Stats von dieser Waffe sind eine Crit-Chance von 30%, das ist sehr, sehr viel. Crit-Multiplikator von 2,5. Magazin von 8 habt ihr gesehen und eine Statuschance von 15%. Unsere Damage-Werte sind 19 Einschlag, 19 Durchschlag und 38 Schnitt. Wechseln wir rüber zum sekundären Feuermodus, sehen wir einfach, dass die Stats identisch sind, was bedeutet, es ist vollkommen egal, was wir machen. Und naja, das ermöglicht uns einige verschiedene Spielweisen. Zum Beispiel, wenn die Gegner weit weg sind, können wir eigentlich die ganze Zeit snipen in Anführungszeichen, sobald mal einer nah rankommt, einfach das restliche Magazin auf einmal durchschauen. Ist halt eben alles Geschmackssache. Eine Sache, die ich noch kurz zeigen möchte, bevor wir zu den Builds kommen, ist der Crit-Wert. Und wenn wir hier jetzt richtig auf Crit gehen, hier fehlt gerade ein Mod. Einen Moment. Also wenn wir voll auf Crit gehen würden, würden wir auf 100,5% Crit-Chance kommen. Meiner Meinung nach absolute Verschwendung, weil mit 86,1% critten wir auch schon fast die ganze Zeit und mit dem Mod hätten wir jetzt einfach nur eine 0,5% Chance auf einem Red Crit. Würde ich euch nicht empfehlen, aber ich wollte einfach nur sagen, man kann mit dieser Waffe auf über 100% Crit kommen. Okay, ich habe für euch zwei Builds vorbereitet, habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Das eine ist ein Primärfeuerbild, das andere ein Sekundärfeuerbild. Unterscheiden sich eigentlich in nichts bis auf einen Mod. In dem einen Bild habe ich geschärfte Kugeln drin, nach einem Abschuss habe ich plus 75% Crit-Schaden und im anderen Bild habe ich ruhige Hand drin. Inwiefern wirkt sich ruhige Hand aus? Also ich muss sagen, das wirkt sich schon enorm aus. Also der Rückstoß ist meiner Meinung nach jetzt fast vollkommen vernachlässigbar, beziehungsweise ganz einfach mit der Maus auszugleichen. Und wenn wir Close Range wären, zum Beispiel wenn wir einen Heavy Gunner direkt vor uns stehen hätten, wenn einer direkt vor uns stehen würde, könnten wir ganz easy das komplette Magazin auf seinen Kopf loswerden. Also ist halt eben nur eine Möglichkeit. Es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene Arten und Weisen, diese Waffe zu modden. Und bei meinen Builds mich jetzt auf Crit Chance, auf Crit Damage und auf Statuschance gegangen. Statuschance kann man theoretisch weglassen, da macht man einfach ganz viele große Mods rein und da macht diese Waffe halt eben noch viel, viel mehr Damage. Aber ich habe mir jetzt gedacht, bei 67,4% kann man das schon mal machen. Was habe ich drin? Hornissenstich, tödlicher Schwall, Laufstreuung, muss ich wohl nichts dazu sagen. Geschärfte Kugeln, bei Abschuss habe ich dann plus 75% Crit Schaden, also treibt unseren Damage dann nochmal in die Höhe. Pistolenpestilenz, Erfrierung für Viralschaden, weil wir haben hier, wir haben eine gute Statuschance und wir haben viel, viel Schnittschaden. Bedeutet, wir können Schilde und Rüstung ignorieren. Mit Virus halbieren wir das Leben. Und wenn ich jetzt theoretisch gegen Gegner spielen würde ohne Rüstung, würde ich dann auch nochmal massivsten Schaden machen. Zu Prime cleverer Schachzug und Prime Panzerbrecher, beziehungsweise Schachzug und Panzerbrecher muss ich, denke ich mal, auch nichts sagen. Halt eben Crit Chance und Crit Damage. Und beim Sekundärfeuerbild haben wir halt eben das hier drin. Also ruhige Hand. Minus 60% Waffenrückstoß. Und natürlich können wir auch mit diesem Bild Primärfeuer machen, also ganz normal schießen. Muss ich gerade mal testen. Ja, also
das ist auch um einiges angenehmer als vorher, aber es ist halt eben nicht absolut notwendig für ein Primärfeuerbild. Ich schaue gerade mal, was ich an Alternativen habe, also dieser Mod ist absolut flexibel. Wir könnten theoretisch noch mehr auf Schnittschaden gehen, würde ich aber nicht wirklich empfehlen. Es sei denn jetzt, die Gegner haben wirklich keine Rüstung, dann lohnt sich's. Was haben wir sonst noch? Wir könnten noch zusätzlich auf Feuerschaden gehen. Also dann entweder den großen oder den kleinen Mod rein. Wir könnten diese Waffe auch auf Gas und Elektro spielen. Also generell mit den Elementarschäden seid ihr flexibel und ruhige Hand bzw. geschärfte Kugeln ist auch ein flexibler Mod. Das heißt, ihr habt drei Mods, die ihr austauschen könnt. Die anderen fünf sind Must-Have und die kann maximal durch die Nicht-Prime-Variante ersetzen. Aber ansonsten haben wir eigentlich keine Alternativen. Zeige ich euch die Waffe jetzt mal ein bisschen im Einsatz. Also, es ist nicht die beste Waffe, ganz klar, aber sie ist schon mal akzeptabel gut. Wir fangen jetzt mit Trash-Gegnern an. Ach ja, und eine Sache habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ich bin hier gerade eben auf Alternativen eingegangen. Und das ist eigentlich die Alternative, die am meisten Sinn machen würde. Ganz vergessen zu erwähnen. Also, wenn man nicht ruhige Hand reinmacht, der sekundäre Feuermodus verschießt ja das komplette Magazin. Das bedeutet, wir machen einfach einen Mod rein, der unsere Magazingröße erhöht. Und ich sehe gerade, wir haben das sogar als Prime-Mod. Das wäre dann wahrscheinlich die erste Waffe, die diesen Mod wirklich effektiv mal benutzen könnte. Also, das ist nicht verkehrt. Sollte man wirklich überlegen, statt ruhige Hand das hier reinzumachen, aber dann verfehlen wir halt eben wieder öfters mal den Kopf. Wenn wir nicht auf Headshots aus sind, ist es egal, aber falls wir auf Headshots aus sind, da macht das schon einen ordentlichen Unterschied. Das kann ich euch mal... Ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht, wenn wir mit dem Schnellfeuer direkt den Kopf treffen. Also ihr braucht jetzt nicht zu erwarten, dass der Gegner direkt sterben wird, also nicht mal annähernd. Ups, jetzt ging die komplette Salve daneben. Aber ihr seht schon, wenn ich nah dran bin, ich kann easy die ganze Zeit auf den Kopf draufhalten. Und der Gegner ist die ganze Zeit auch schön gestunt, das heißt, er konnte jetzt nicht wirklich viel machen. Und, das muss man jetzt ganz klar sagen, wir haben den Heavy Gunner tot bekommen. Nicht in einer wirklich sehr guten Zeit, aber es war möglich. Was ich jetzt noch nicht getestet habe, ist, wie das aussieht bei Gegner, wenn er überhaupt keine Rüstung hat. Also, kommt halt eben etwas seltener vor und dann benutzen wir eh andere Waffen, aber schauen wir uns das Ganze mal an. Ich denke, da werden wir jetzt relativ gute Chancen haben, ihn sehr, sehr, sehr schnell zu töten. Ja, da muss ich wohl nichts dazu sagen. Also wenn die Gegner überhaupt keine Rüstung haben, ist die Waffe schon sehr gut. Aber dafür brauchen wir halt eben ein komplettes Team. Und dann ist die Frage, wieso sollten wir die Pandero nehmen? Wir haben andere Waffen, die noch besser sind, aber das ist alles eine andere Sache. An sich, die Pandero ist eine gute Waffe. Bei Gegner mit Rüstung lässt sie leider sehr schnell nach. Also, ich würde fast behaupten, Level 130 wäre die Schmerz... Ne, sagen wir 120 wäre die Schmerzgrenze. Können wir gerade mal ausprobieren. Und danach zeige ich euch mal noch... Ah, Mist. Ja, also weiter als 100 würde ich... 120 würde ich auf nicht spielen mit dieser Waffe. Bei Gegnern mit Rüstung. Und jetzt zeige ich euch natürlich noch den Primärfeuerbild. Diese Version, also mit geschärfte Kugeln. Einmal Gegner ohne Rüstung. Also zwei Headshots und der Gegner ist tot. Und jetzt mit Gegner ohne
Ohne Rüstungsreduce, also mit Rüstung. Das wäre jetzt mal wieder Wukong. Und um diesen Bild effektiv zu nutzen, muss ich das jetzt kombinieren. Ein Heavy Gunner, sagen wir, kombiniert mit 6 Butchern, damit ich die ganze Zeit meinen Buff aktiv halten kann. Das ist keine unrealistische Situation, sondern eigentlich sehr realistisch, weil in einer normalen Mission haben wir auch viele Gegner drin. Ah, ich habe sie noch auf... Ich habe das Gegnerlevel noch auf 120 runtergesetzt, also... Da habt ihr schon gesehen, der war jetzt fast down gewesen. Ja, das machen wir jetzt nochmal. Ich werde es euch nicht mehr auf Level 145 zeigen, weil das wird ewig dauern. Na? Stirbt. Ihr seht, selbst hier ist dieser Bild schon grenzwertig, was die Zeit angeht, die wir brauchen, um einen Gegner, einen Heavy Gunner zu töten. Ohne Rüstung ist die Sache natürlich nochmal ganz klar eine andere. Aber wie bereits erwähnt, da denke ich mal, haben wir bessere Waffen. Gut, kommen wir zum Abschluss. Was halte ich von dieser Waffe? Habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, aber noch ein letztes Mal. Alles in allem, Pandero ist eine gute Waffe. Gegen Gegner ohne Rüstung ist sie sehr gut. Bei Gegner mit Rüstung ist sie gut. Nicht berauschend gut, aber immer noch gut. Man kann sie benutzen. 120 würde ich sagen, ist Schluss mit Rüstung. Ohne Rüstung müsste man ausprobieren. Ich denke mal, da ist locker 300-400 drin. Und alles in allem, ich weiß nicht, ob ich euch empfehlen würde, diese Waffe durchzuformern. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt 4 Former drin, das ist nur absolut akzeptabel. Je nach Bild bräuchte man noch ein 5. Former. Mit einem Riven-Mod, das muss ich ganz klar erwähnen, könnte diese Waffe wirklich sehr gut werden. Aber so, ganz überzeugt hat sie mich leider nicht. Weil was wir bedenken müssen, bei diesem Sekundärbild, der die Gegner in einer schönen Zeit tötet, müssen wir immer noch relativ nah an die Gegner ran. Und im höheren Level ist das meistens nicht machbar. Probieren wir es jetzt mal aus einer größeren Entfernung, noch ein letztes Mal. Gegner Level 120 nur. Ja, also... Ich weiß nicht, also für mich ist das nichts. Wenn wir nah rangehen, jetzt natürlich wieder was anderes, nur Headshots. Ihr seht, was ich meine. Also, ich will keinem die Waffe ausreden oder schlecht reden, aber ihr müsst halt eben im Kopf behalten. In meinen Augen, Sekundärfeuer ist absolut Close Range, Primärfeuer ist... Long Range, aber Primärfeuer hat mich nicht überzeugt. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis zum nächsten Mal.